Hallo und willkommen zurück. Ja, die letzten paar Minuten von der letzten Folge habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass da was mit der Geschwindigkeit nicht gestimmt hat. Die war nämlich im Spiel eigentlich zu hoch. Das lag daran, dass ich aus Versehen eine falsche Taste gedrückt hatte. Aber ich denke mal, dass es nicht so extrem aufgefallen ist. Und jetzt sollte das eigentlich alles wieder ganz normal laufen. Aber ich habe Elissa immer noch nicht gefunden. Und deshalb habe ich jetzt gar keine andere Wahl. Moment, ich guck mal mit dem PKE-Meter, mit der Brille. Habe ich das bei allen Ausgängen? Nee, das ist nur bei dem hier. Muss ich vielleicht den anschleimen? Tatsächlich. Boah, da sollen wir mal drauf kommen hier. Natürlich habe ich an meinem ersten Tag die Welt gerettet und du nur ein Tor geöffnet, also keine Begeisterungsstürme. Stillos. Wenn man viel Zeit mit Igen verbringt, schnappt man das ein oder andere auf. Ja, Winston kam ja zu den Ghostbusters im ersten Film und hatte da wirklich seinen ersten Arbeitstag. Das stimmt, das hatte ich schon wieder total verdrängt. Okay, erstmal schleimen hier. Schleimen. Da. Man darf nicht zu dicht dran sein, sonst funktioniert es nicht. So. Ah, die ganzen Kunstwerke. Eigentlich müsste das jetzt irrsinnig viel Kohle geben, wenn ich die alle kaputt mache. Aber anscheinend sind sie nicht so sehr viel wert. So. Okay. Aber das war jetzt schon ein bisschen mies, ne? Mit der, dass man das nur mit der Brille erkennen konnte. Okay, da geht es also definitiv nicht weiter. Dann gehen wir hier lang. Ja, alles klar. Wow, Peter hat's echt drauf. Ich habe ja schon von Besessenheit gehört, aber das schlägt alles. Wieso? Was hat das jetzt mit Peter zu tun? Sagt mir, dass der Schleim bei diesem Typen wird. Versuchen wir es. Oh. Schwarzschleimgeister können nicht normal geschwächt oder rumgeschubst werden. Schleimsprenger verwenden. Ja, okay. Ja. Aber ich möchte sie natürlich auch scannen. Oh, ich wurde vollgeschleimt. Kann mal dieses blöde Menü weggehen? Ich sehe überhaupt nichts, verdammt. Dann sehe ich auch nicht, ob ich... Nee, ich glaube, die sind schon gescannt. Warum geht denn das nicht weg? Oh. Ich bin auf deiner Seite. Ich versuche jetzt mal einen zu bekämpfen, in der Hoffnung, dass dann das Menü weggeht. Ja, okay, alles klar. Dann kann ich jetzt nämlich endlich mal hier den Scanner auspacken. Weil ich habe halt vorher nichts gesehen. Okay. Schwarzschleimschwebe. Alles klar. So, jetzt können wir uns auch um den kümmern. Achso, sind wir jetzt schon so weit, dass wir Protonenstrahl einsetzen können, oder was? Ja, tatsächlich, okay. Ich brauche eine Falle. So. Gut. Wir haben das Sicherheitsbüro erreicht. Jemand hat sich hier echt ausgetobt. Überall schwarzer Schleim. Es wird ein bisschen dauern, hier aufzuräumen. Hey Jungs, wenn ihr Zeit habt, öffnet doch mal Tor 3487. Das wäre eine echte Hilfe. 3487. 3487? Alles klar. Ich glaube, wir haben es. Das war's. Dankeschön. Hey, wir werden angegriffen. Wir melden uns wieder. Ja, viel Spaß. Bleib ruhig und aufmerksam.
Wir brauchen nicht noch einen Vigo-Vorfall. Ein Vigo-Vorfall. Wir sitzen in einem Raum ohne Türen fest. Tun wie sieht's bei dir aus? Ich hab die Baupläne direkt vor der Nase und... Warte, wir haben ein Signal. Haben wir? Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Blick in der Realität. Die Geister haben die Tür aus dieser Existenzebene entfernt. Das ist toll, Ray, aber wie hilft das den Lebenden? Phantomarchitekturüberreste, okay. Naja, es ist nur eine Vermutung. Aber da die Geister weg sind, sollt ihr Einfluss verblassen. Die Tür erscheint dann wieder an ihrem richtigen Platz. In ein paar Stunden vermutlich. Wir haben jetzt aber nicht ein paar Stunden Zeit. Das klappt nicht, dann kommen wir in den Büro. Da ist die Tür. Schleim das verdammte Ding einfach voll. Alles klar. Phantomarchitekturüberreste. Ja, wunderbar. Das klappt jetzt so langsam. Ich denke halt nur nicht immer dran, alles zu scannen. Okay. Protonenstrahl und dann ab da durch. Ui. Kapitelende. Alle Bilderseiten gefunden. Ist ja geil. Und oh, mir fehlt ein Scan. Ein einziger. Obwohl es so viele waren. Ist ja geil. Holzhacker. Für das Sammeln von mehr als 50% aller Scans erhöhtes Scan-Tempo. Das ist ja mal geil. Das wusste ich gar nicht, dass man sich zusätzliche Fähigkeiten freischalten kann. Natürlich hätten wir das viel früher haben können, wenn ich mehr gescannt hätte. Aber das ist jetzt richtig geil. Weil das jetzt fällt es mir natürlich bei vielen Sachen auch leichter, die zu scannen, wenn es nicht mehr so lange dauert. Oh, das freut mich. Schön. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ja, ich weiß nicht, kommt jetzt dann schon ein Bosskampf? Eigentlich, wir hatten jetzt zwei Kapitel im Museum. Heiße Verfolgung. Oh oh. Jetzt bin ich aber gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ja, da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ich nehme lieber mal einen Schluck Kaffee. Gut, na, ist auch schon kalt, aber es macht nichts. Ich trinke auch kalten Kaffee. Ja, jetzt komm, mach hinne. Ich bin jetzt voll gespannt drauf. Ich will jetzt unbedingt wissen, was da jetzt als nächstes kommt. Ich mag ja auch wirklich die Kämpfe gegen die Geister total. Das macht richtig Spaß. Nur meistens bin ich halt noch mit tausend anderen Sachen wie kaputt machen und scannen beschäftigt. Aber an sich mag ich das mit dem Protonenstrahl, mit der Falle und so. Das ist total witzig. Das macht wirklich Bock. Okay. Und da schwebt sie vorbei. Definitiv Peters Typ. Ich habe nicht gesehen, dass da was vorbeischwebt. Was war das? Suche die zwei Rothexen. Okay. Und die haben einen Schlüssel. Ich nehme mal an, dass die sich hier in irgendwelchen Gegenständen verschanzen. Deshalb mache ich erstmal alles kaputt. Und wenn ich sie dann immer noch nicht gefunden habe, dann, versuche ich es natürlich mit der PKE-Brille. Wir müssen jetzt rumstehen und in der Nase bohren, aber wir müssen beide Rotzbuben fangen, um die Barriere zu öffnen. Ja. Initiative. Okay. Also, dass sie jetzt nicht hier in dem Raum sind, war mir klar. Die werden in den Nebenräumen sein. Die Maya-Abteilung. Einige meinen, dass deren Kalender 2012 endet, bedeutet den Weltuntergang. Für mich ist es faul. Also, ich kann jetzt mittlerweile bestätigen, dass, die Welt nicht 2012 endet. Wenn das Museum so eine Show bieten würde, wäre es ständig gerammelt voll. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Scannen, scannen, scannen. Ja, ist ja gut. Maya-Puppen, okay. Viele Maya-Puppen. Ist gut, ich kümmere mich sofort um euch. Okay, ich kümmere mich jetzt um euch. Kann ich die einfach... Moment, kann ich die einfach damit kaputt machen? Ja, oh geil. Oh, schlecht. Oh, scheiße, das sind die hier. Vollschleimen? Bin schon unterwegs. Oh, ich bin verletzt gewesen. Das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert, dass ich so verletzt war, dass mir ein Geisterjäger helfen musste. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch die Geisterjäger ein bisschen am Leben hält. Weil die einem sonst nicht mehr helfen können. Und im Moment ist es ja nur Winston, der hier dabei ist. Okay, ich glaube, jetzt können wir anfangen,
da mal andere Geschütze aufzufahren. Oh je. Ja, scheiße. Oh nein, er war nicht schnell genug. Oder doch? Oh, ho, ho, ho. Schleim abschütteln, Falle auslegen und dann hau weg die Scheiße. Verdammt. Und rein mit dir, los, komm. Rein in die Falle. Okay, die ist weg. Und gleich die nächste. Ach, ich bin voll geschleimt, shit. Rein in die Falle, habe ich gesagt, verdammt. So, rein, 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 rein. Rein. Okay. Da ist noch eine. Da oben. Achso, die ist schon betäubt. Ja, da kann ich sie einfach rein verfrachten. So. Und da ist noch eine. Aber an die komme ich noch nicht ran. Die ist noch hinter dem Gitter. Okay. Schauen wir erstmal, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Ja, da hat es uns jetzt zweimal erwischt gehabt. Und wenn man das jetzt auf normal oder auf schwer spielt, dann kommt sowas natürlich sehr viel häufiger vor. Da machen die Geister mehr Schaden. Und gerade wenn man dann zum Beispiel in einer Mission alleine unterwegs ist, so wie es zum Beispiel beim Marshmallow Man war, dann stirbt man halt und darf dann diesen Bereich noch einmal spielen. Was dann unter Umständen ärgerlich ist. Also nicht nur unter Umständen, das ist dann ärgerlich. Okay. So, da ist alles kaputt. Karten haben wir keine mehr. Wo ist denn jetzt Winston? Da ist er. Dann darf ich das wohl vollschleimen, ne? Was mache ich denn da? Ich komme ja da jetzt nicht durch. Okay, hier nicht. Muss ich mir was anderes einfallen lassen? Was muss ich denn da jetzt machen? Anderer Weg? Nee, gibt's ja nicht. Normalerweise ist es doch damit getan, dass man dann alle beseitigt. Aber die eine ist halt hinter dem Gitter. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder... Au! Also sie kann mich aber erwischen. Sprengstrahl? Nee. Ja, was soll ich denn da jetzt tun? Ist sie da vielleicht jetzt durchgeglitscht? Wenn ja, habe ich ein Problem. Aber das denke ich ja immer, wenn ich anders nicht weiterkomme. Ach so, ja, ich könnte... Ich setze mal die Brille auf. Vielleicht finde ich da noch eine Möglichkeit. Nee, da ist aber nirgends was. Danach geht's eindeutig hier weiter. Geisterbarriere. Ich schau noch mal. Ja, das ist was anderes. Da. Psychokinetische Tür. Sobald der Geist entfernt wurde, ist die Tür wieder frei. Ja, aber sie ist ja hinter der Tür. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn der Sache ist. Dass sie dahinter ist. Weil ich kann halt so nichts mit ihr machen. Moment, da war jetzt gerade was. Da kam jetzt gerade kurz die Anzeige. Also diese Pfeilanzeige. Aber nur ganz kurz. Hitzt wieder alles. Ich krieg die anders nicht, verdammt. Ich glaube, dass das nicht Sinn der Sache ist, dass die sich hinter dem Gitter befindet. Ich glaube, dass die da wirklich irgendwie durchgerutscht ist. Was war denn das jetzt gerade? Da! Habt ihr das gerade gesehen? Da kam jetzt gerade kurz dieses Fadenkreuz. Da, ganz kurz. Und nur sie weg.
Wenn ich ganz dicht zu ihr hingehe, dann kommt's. Aber ich kann sie jetzt hier natürlich... Ah, okay. Da hat Winston gerade eine Falle hingeschoben. Merk dir aber gut, wie viele du erwischt hast. Louis braucht das. Oh, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so gedacht war, dass sie hinter dem Gitter ist. Aber zumindest hat es funktioniert. Gott sei Dank. Ui, da haben wir jetzt aber schon viel kaputt gemacht. Ich kann mal ganz kurz gucken hier, wenn ich auf Pause gehe... 13 von 19 Scans, aber noch keine Bildseiten. Okay, aber dafür schon ordentlich Schaden. Naja, gut. Wir werden schon noch Bildseiten finden. Ich dachte, ich hätte schon eine. Ui, was kommt jetzt? Oh oh. Oh, die kann ich nicht zerstören, okay. Ich nehme mal an, dass ich diese schwarzen Teile da oben vollschleimen muss oder so. Ich weiß es noch nicht. Sie kommen! Wer kommt? Oh! Ui, was bist du? Ach, das sind die schwarzen Schleimer. Okay, alles klar. Mit denen komme ich klar. Hey, hey, hey! Hast du die erste Lektion deines Trainings vergessen? Du erinnerst dich doch, dass man bestimmte Dinge mit grünem Schleim behandeln kann. Ja, ich hab mich ja dran erinnert. Hab ich ja. Ach so, um sie rumzuschubsen. Ja, warum macht er das dann nicht? Okay, den kann man jetzt nämlich so erledigen. Ja, ich habe auch keine Falle da. So. Ja, weil er hat auch angefangen mit dem Protonenstrahl. Ich wollte ja erst schleimen. Ah, okay, diese Kugeln, die könnte ich quasi damit... Und damit hätte ich den wahrscheinlich... Muss ich die Kugeln durch diese Portale lenken oder sowas? Nee. Nö. Die gehen auch nicht kaputt. Alles klar. Was hat es denn jetzt mit diesen schwarzen Portalen auf sich? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt gleich erstmal die Treppe raufsteigen. Eine Bildkarte. Na endlich. Ich dachte schon, ich kriege gar keine mehr. Für die Maya-Puppen. Okay. Da drüben noch mal kurz gucken. Moment, jetzt verstehe ich's. Wie beim Basketball. Was? Versuch mit dem Boson die Bälle durch die Ringe zu schießen. Leg einen Schmetterversenker hin, okay? Ja, das hatte ich ja eigentlich vor, aber das hat ja nicht funktioniert. Okay, wir schleimen jetzt erstmal kurz den letzten Ball voll. So. So. Ach so, mit dem Boson. Okay. Mit dem Boson, okay. Ja, da muss ich wohl ein bisschen besser Abstand. Was hat er denn jetzt schon wieder? Ah, okay, das hat jetzt geklappt. Soll ich das erstmal machen oder soll ich erstmal einfangen? Ich bin schon wieder verletzt, verdammt. Ja, die Schleimkanone, die geht halt nicht so hoch. Ich versuche jetzt mal schon mal den zweiten hier zu platzieren. Ach so, kann ich jetzt gerade gar nicht.
In die Falle. In die Falle. Wirst du wohl? Na komm. Der ist doch drin. Spiel, was willst du von mir? Der ist doch in der Falle. Hallo? Jetzt. Okay, dann versuchen wir das jetzt nochmal. Ich muss genügend Abstand halten, dann geht das auch. Sehr gut. Ja, aber mir fehlt noch ein dritter. Ein vierter, meine ich. Und diese Kugel kann ich, warum auch immer, nicht nehmen. Die kann ich nicht anvisieren. Muss ich die nochmal anschleimen? Ah, okay, jetzt geht's. Yay! Ja, aber mir fehlt eine vierte Kugel. Wo ist denn die hingerollt? Die ist jetzt aber nicht kaputt gegangen oder sowas. Das waren ja auch vier Podeste, also muss die ja irgendwo sein. Wo haben wir die denn hingekickt, verdammt? Das ist jetzt ziemlich schlecht. Wenn ich die nicht mehr wiederfinde. Ich bin bestimmt nur blind. Und ihr habt sie schon längst gesehen, bloß ich nicht. Die ist wahrscheinlich noch nicht angeschleimt und liegt jetzt irgendwo unscheinbar in irgendeiner Ecke rum oder so. Sie kommen! Die ist aber wirklich nicht da, verdammt. Ja, ist ja gut. Was ist er denn jetzt? Da. Kann ich schon mit dem Protonenstrahl, oder? Hoppla. Ja, das gibt auch Kohle, aber ich muss die letzte Kugel finden. Wo ist die hin, verdammt? Es waren vier Podeste, also waren es auch vier Kugeln. Und zerstören kann man die nicht aus Versehen, das geht nicht. Man kann die halt vollschleimen, dass sie dunkelgrün werden. Und ich habe halt gedacht, okay, wir haben es halt irgendwo hingeschossen aus Versehen, aber die ist nicht da. Und ohne die Kugel komme ich hier nicht weiter. Ich gehe mal kurz nach oben. Aber da liegt ja keine mehr. Wo ist die hin, verdammt? Ich will mich nicht beschweren, aber wenn es einen vierten Ort gibt, an dem ein Ball platziert werden kann, dann ist da irgendwo auch ein vierter Ball. Ja, genau. Ja, er hat ja das Problem durchaus erkannt. Mir fehlt der vierte Ball. Moment, was ist das denn? Ach so. Ist der hier irgendwo noch versteckt, verdammt. Es ist ja schön, dass er gerade nochmal darauf hingewiesen hat, dass ich zu blöd bin, den vierten Ball zu finden. Was? Ah, toll. Ich habe jetzt keine Zeit, verdammt. Erledige den schwarzen Schleim. Ja. Verdammt. Ich muss ihn erstmal so weit kriegen, dass er eine rote Anzeige bekommt. So, jetzt. Okay.
Oh je, wir sind schon längst über die Zeit, merke ich gerade, und ich habe die Kugel immer noch nicht gefunden. Wir finden sie aber mit Sicherheit in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.